Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu meinem ersten Recap für WandaVision. Richtig, die neue Marvel Cinematic Universe Serie ist auf Disney Plus gelandet. Die ersten zwei Episoden wurden veröffentlicht und ich habe sie gesehen. Doch wie immer ein paar Disclaimer zuerst. Ja, hier wird es zu Spoiler kommen und ja, alles was nun folgt ist meine ungefilterte Meinung. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Legen wir los. Das Marvel Cinematic Universe hat seit 2008 das Kino dominiert. Das kann man nicht anders sagen. Ein Hit nach dem anderen wurde rausgeschossen. Und persönlich stehe ich recht positiv zu Marvel. Ich finde, diese Filme sind alle durch die Bank weg durch solide Unterhaltung. Es gibt Filme, die ich weniger mag. Es gibt ein, zwei Filme, die ich überhaupt nicht mag. Aber generell kann ich jeden einzelnen der Filme gucken und habe jeden einzelnen der Filme im Kino geguckt. Doch auch ich muss eingestehen, dass irgendwann die Marvel-Formel leider alt wird. Irgendwann fühlt es sich nun mal so an, als gäbe es nichts Neues mehr zu erzählen. Ich meine, selbst Black Panther erinnert sehr stark an Thor. Captain Marvel erinnert auch überraschend an Thor. Thor 1, ich meine, sie landet auf der Erde, weiß nicht, wie sich Erdbewohner benehmen und so weiter und so fort. Sehr häufig wurde auch die Iron Man-Formel kopiert und so weiter und so fort. Und dann hatten wir Avengers Infinity War und Avengers Endgame, die zwei größten Crossover-Events aller Zeiten. Und natürlich waren sie echt unterhaltsam, echt spaßig. Doch ich persönlich war nach Endgame fertig. Warum sollte ich auch nicht fertig sein? Ich meine, es war ein würdiger Abschluss für diese Filmreihe. Alle wichtigen Hauptfiguren haben echt ihren würdigen Abschluss bekommen und nicht jedes Franchise kann das von sich behaupten. Tony Stark und Steve Rogers wurden verabschiedet und ich fand's echt rührend. Doch natürlich muss das weitergehen. Natürlich wurde angekündigt, dass es eine Phase 4 geben wird. Und das nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern diesmal auch auf Disney Plus in Form von Serien. Ich war skeptisch und auch ehrlich gesagt recht lustlos. Brauche ich einen Black Widow-Film, nachdem ich gesehen habe, wie Natasha Romanoff gestorben ist? Brauche ich einen Blade-Film, wenn er eventuell nicht mal R-rated ist? Doctor Strange war für mich immer ein okay-Film, aber ich fand ihn nie so gut wie Iron Man. Aber gleichzeitig hat er zu viele Parallelen zu Iron Man. Und all die angekündigten Serien klangen für mich auch eher lahm. Falcon and the Winter Soldier, bis heute freue ich mich nicht drauf. Doch eine Serie klang dann doch sehr interessant. WandaVision. Ich habe den ersten Trailer geguckt, ich habe euch eine Trailer-Reaction gegeben und ich habe mich in diesen Trailer verliebt. Ich fand, es war einer der besten Marvel-Trailer, die wir je hatten. Wisst ihr auch warum? Weil es nicht aussah wie Marvel. Es sah wirklich aus wie was ganz, ganz Neues. Als wenn man sich hier kreativ austoben würde. Und ich bin auch der Meinung, dass das genau die richtige Richtung für Marvel ist. Denn nach Endgame muss man was Neues machen. Muss man sich trauen, ganz neue, verrückte Geschichten zu erzählen. Eventuell mit Genre zu spielen. Jetzt habe ich die ersten zwei Episoden von WandaVision gesehen und kann euch sagen, die Serie lohnt sich nicht nur. Die Serie ist eventuell das Kreativste, was Marvel seit knapp 10 Jahren hervorgebracht hat. Zumindest das Kreativste seit James Gunn's Guardians of the Galaxy. Denn meine Güte, wir haben hier was ganz, ganz Neues. Und allein dafür gebe ich sehr, sehr, sehr viel Respekt raus. Worum geht's? Gute Frage, weil bis jetzt weiß man das noch nicht hundertprozentig, aber man kann schon anfangen, Theorien aufzustellen. Wanda und Vision sind zurück. In der ersten Episode befinden sie sich in den 50er Jahren, aber irgendwie auch in einer Sitcom. Sie sind ein Sitcom-Ehepaar, ähnlich wie bei The Honeymooners. Richtig, die allererste Episode ist ein einziger Liebesbrief an The Honeymooners. Wir haben sogar das Bildformat aus den 50er Jahren, die Kostüme und so weiter und so fort. Und die Episode wurde vor einem Live-Publikum aufgenommen. Das bedeutet, wir haben dieses Standard-Sitcom-Timing, wenn es um Gags geht und das Lachen im Hintergrund. Und es funktioniert fantastisch. Paul Bettany und Elizabeth Olsen wurden noch nie so gefordert und ich finde es super, weil ich war immer ein Fan der beiden. Ich mag die beiden Schauspieler sehr, sehr gerne und ich mochte auch die beiden Rollen immer sehr gerne, fand aber, dass man sie nicht wirklich genutzt hat. Man hat ihnen nie wirklich genug Screentime gegeben. Eine meiner Lieblingsszenen in Captain America Civil War ist nicht der große Kampf. Es ist nicht diese CGI-Nummer. Nein, es ist ein Gespräch zwischen Wanda und Vision in der Küche. Ich mag solche Charaktermomente. Das finde ich wesentlich faszinierender als den 10. Oh mein Gott, die Welt endet Kampf. Und genau das haben wir hier. Wir haben eine unfassbare Chemie zwischen Elizabeth Olsen und Paul Bettany als Wanda und Vision. Und die beiden sind großartig. Sie sind lustig,
Sie haben eine sehr, 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 sehr gute romantische Chemie und wir dürfen diese Charaktere in einem ganz, 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 ganz neuen Szenario sehen. In einer schwarz-weiß 50er-Jahres-Sitcom à la Honeymooners. Sie probieren auch die Wahrheit ihrer Identitäten vor dem Rest dieser seltsamen Welt zu verstecken. Denn Vision ist ein Android und Wanda Maximoff im Grunde genommen eine Hexe. Okay, sie ist keine richtige Hexe, aber sie hat magische Superkräfte. Und das ist im Grunde genommen die komplette erste Episode, eine halbstündige Sitcom und ich kann diese Serie nur loben. Das Tolle an der Show ist, dass der Zuschauer genau weiß, irgendwas stimmt hier nicht. Das ist gar nicht möglich. Ihr seid nicht aus den 50ern und zweitens, Vision ist tot. Wir haben gesehen, wie er gestorben ist und er wurde auch nicht zurückgebracht, wie Wanda zum Beispiel. Er wurde ja nicht zerschnipst, er wurde einfach ermordet von Thanos. Und das Interessante ist, es gibt immer ein paar Momente, die uns rausbringen. So ein paar Twilight Zone, so ein paar Akte X-ähnliche Momente, die uns daran erinnern, irgendwas stimmt hier nicht. Zum Beispiel, wir haben eine Oldschool-Werbeunterbrechung. Ja, eine Schwarz-Weiß-Werbeunterbrechung für einen Toaster. Und der Toaster ist zufällig von Stark Industries. Und nachdem der Toast reingeht, hören wir auch das beliebte Iron Man-Geräusch. Also wissen wir ganz genau, okay, die Serie ist sich bewusst, dass hier irgendwas nicht stimmt. Und regelmäßig fragt man Wanda, wie sie hier überhaupt hingekommen ist und sie überlegt, weiß ich gar nicht. Und das bringt mich zur zweiten Episode, denn die zweite Episode ist ein Liebesbrief an Bewitched oder auch verliebt in eine Hexe. Auf einmal haben wir eine 60er-Jahres-Sitcom. Die Klamotten sehen erneut anders aus. Und in der Episode geht es noch mehr darum, die eigenen Superkräfte vor dem Rest der Welt zu verstecken. Denn passenderweise dreht sich der Plot darum, dass Wanda und Vision eine Zaubershow auf die Bühne stellen sollen für die Nachbarschaft. Vision ist allerdings sowas wie besoffen, weil er einen Kaugummi verschluckt hat und hält sich dabei nicht an die Regeln und zeigt andauernd, was er wirklich drauf hat, während Wanda versucht, das zu vertuschen. Und auch hier gibt es eine Werbeunterbrechung, die an Hydra erinnert, denn wir haben eine neue Uhr von Strucker. Richtig, Baron von Strucker aus Avengers Age of Ultron kommt vor. Auch Sokovia wird erwähnt in dieser Serie. Auch die Gaststars sind allesamt super. Ich meine, in der ersten Episode haben wir bereits die Mutter aus die wilden 70er, eine klasse Sitcom-Darstellerin. Dann, ich habe leider ihren Namen vergessen, aber die Nachbarin von Wanda und Vision kommt in beiden Timelines vor und sie wurde auch schon bestätigt als feste Nachbarin. Das ist ihr Charakter. Das bedeutet, egal welches Jahrzehnt wir jetzt noch haben werden, wir werden sicherlich auch die 80er, die 90er und so weiter haben, sie wird Teil der Serie sein und sie ist unglaublich gut. Sie ist so gut trainiert. Ich meine, ich kenne sie auch fast nur aus Komödien und sie ist auch in dieser Serie fantastisch. Dann haben wir Anya aus Buffy in der zweiten Episode, fand ich auch klasse. Und wir führen Monica Rambeau ein. Ich weiß, viele fragen sich, hey, sie wurde nicht Monica Rambeau genannt. Aber diese Schauspielerin wurde bestätigt als Monica Rambeau. Doch in dieser Welt hat sie noch einen anderen Namen. Und jetzt kommt der spannendste Aspekt. Am Ende der ersten Episode zoomen wir raus aus der Sitcom und sehen, dass sich das alles auf einem Fernseher abspielt und irgendjemand probiert, Wanda zu erreichen. In der zweiten Episode geht man damit noch einen Schritt weiter. Das Radio spricht zu ihr und dann gelingt es sogar irgendeiner Person in einem Strahlenschutzanzug in diese Welt einzudringen und sie wach zu rütteln und sie möchte das nicht und spult zurück. Ähnlich wie bei Pleasantville oder auch ähnlich wie bei Funny Games, ja, diesem sehr heftigen Horrorfilm. Denn hier haben wir auch so ein bisschen den Horroraspekt der Serie und den tragischen Aspekt, denn ich finde, es liegt auf der Hand, womit wir es hier zu tun haben. Wanda leidet an Realitätsverweigerung. Sie kann den Tod von Vision nicht ertragen und hat sich ihre eigene Realität erschaffen, in der sie noch mit Vision glücklich zusammen ist. Und mit ihm springt sie durch alle Sitcom-Szenarien. Das Problem ist, diese Welt hat einen Einfluss auf die echte Welt. Und da es ja eine Connection geben wird zu Doctor Strange and the Multiverse of Madness, ist hier der erste Schritt gemacht, Löcher in Multiversen zu blasen. Doch ganz egal, ob die anderen Filme gut werden, diese Serie für sich genommen ist klasse. Sie ist kreativ, sie ist lustig, sie ist spannend, sie ist mysteriös. Ja, sie hat echte Mystery-Aspekte. Man fragt sich, okay, wie funktioniert das jetzt alles? Was geht denn da jetzt eigentlich wirklich vor in der echten Welt? Wir haben zwei fantastische Schauspieler, die endlich zeigen dürfen, was sie drauf haben. Und
Wir haben sogar für Filmliebhaber und Nerds, Liebhaber von der Entwicklung von Sitcoms, einfach nur gefundenes Fressen. Denn auch das Bildformat verändert sich mit jeder einzelnen Zeitepoche. Und nicht nur das, all die anderen kleinen Details. Die Mode, die Möbel und selbst der Sitcom-Stil. Ich meine, beide Episoden haben ein eigenes Intro bekommen. Und das zweite ist sogar animiert, wie bei Bewitched, wie bei Verliebt in eine Hexe. Ich muss sagen, diese Serie, die ersten zwei Episoden haben mich echt umgehauen. Ich bin echt froh, was Disney Plus so serienmäßig aus beliebten Franchises macht. The Mandalorian war für mich echt frischer Wind, den Star Wars gebraucht hat. Und WandaVision war sowas von notwendig für Marvel. Ich kann es nicht genug sagen, denn die Marvel-Formel hing mir irgendwann leicht aus dem Hals raus. Das will ich sehen, davon will ich mehr sehen. Wirklich, tobt euch weiterhin aus und ihr habt einfach zwei super Schauspieler, die super aufeinander eingestimmt sind und diese Figuren wirklich zum Leben erwecken und auch zeigen, dass sie noch so viel mehr drauf haben, als sie je die Chance hatten zu zeigen. Denn ja, beide sind auch verdammt lustig und haben einen unfassbar romantischen und süßen, charismatischen Charme zusammen. WandaVision Episode 1 und 2, die beiden kriegen von mir einen Daumen nach oben. Ich weiß, in letzter Zeit lobe ich wesentlich mehr als früher, aber ich bin ehrlich. Wenn ich etwas nicht mag, bin ich extrem ehrlich und ungefiltert. Aber genauso geht es mir, wenn ich etwas mag. Und ich finde, WandaVision ist echt ein notwendiger Schritt in die richtige Richtung für Marvel. Deswegen, jetzt seid ihr gefragt, wie steht ihr zu WandaVision? Denn ich könnte mir auch vorstellen, dass einfach Fans, die noch mehr von diesem klassischen Marvel sehen wollen und die nächste große Schlacht und so weiter, dass die sich eventuell hier entfremdet fühlen. Doch ich finde gerade diesen Aspekt so super. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, wie steht ihr zu WandaVision? Lasst es mich wissen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.